So, Schlüssel geholt und jetzt mal unten gucken, ob wir denn nicht da irgendwo eine Chance gegen die Käfer haben oder ob da was anderes ist, was wir übersehen haben. Hallo, beautiful. Kein Käfer hier. Aber dafür ein Schild. Und Wurfsterne. Schuriken. Aber sonst nichts. Nichts zum Anklicken. Nee, sonst liegt da nichts. Ja, auch nicht. Kann das Schild was? Heavy Shield. Was haben die jetzt? Ancient Shield. Health minus 15. Das ist doch besser. Wenigstens einer von den beiden. Was ist hier? Kommt wieder von der anderen Seite dann ran. Aha. Und das war hier das mit dem Schalter und den Teleportern. Runterspringen? Mal gucken, was unten ist. Kann nicht so gefährlich sein. Oh, der ist zu schwer. Du trägst zu viel. Jetzt nicht mehr. Feuerbomben. Warum liegt denn jetzt hier so viel rum? Gratis. Gratis ist gar nichts im Leben. Warum sind hier so viele lustige Mauern? Ohne Schalter. Ja, was soll das denn dann hier in der Mitte? Und wir können hier noch höher gehen. Okay, und warum sollten wir das tun wollen? Ja, weil wir es können. Okay. Bleiben mir noch diese komischen Käfer. Falls da ein Schlüssel ist für den. Also hier war ja ein Schlüssel, mit dem man hier ein Tor aufmachen konnte. Oder da ist ja egal. Und dann die beiden Schalter umlegen. Und eine, wenn man beide umgelegt hat, wird wahrscheinlich das Tor hier aufgehen. Das heißt, ich werde hier irgendwo wohl mir die Käfer mal anschauen müssen. Ja, da geht's zurück. Tja, Käferchen, was mache ich mit euch? Ihr seid ja echt heftig. Das haben wir ja schon festgestellt. Einfach mal einmal reinrennen. Einmal mal reinrennen. Wir werden mal speichern. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh, da kommt man nicht mit raus. Hier kommt man aber mit raus. Die sind doch ziemlich schnell, die Viecher. Die haben richtig Bock auf uns. Kann ich die anzünden? Sieht so aus, ne? Da versperren sie mir schon den Weg. Ein Schaden. Der macht frischerweise kritisch. Vielleicht können wir die auch einfach. Upsala. Diese Sache. Ja, Feuer ist auf jeden Fall super geil gegen die. Machen wir doch einfach mal so und tricksen die ein bisschen aus. Aber das funktioniert. Wieso brennst du denn nicht mehr? Ja, jetzt hat er kein Mana mehr, ne?
Hier unten folgen die einem ja nicht. Oh! Fuck! Tja. Das funktioniert also nicht ganz so gut. Okay, wir haben einen festen Spielstand. Kein Problem, holen wir uns unsere Leute wieder im Kristall und das Mana auch. Der macht jetzt wieder nur einen Schaden. Muss ich von der Seite angreifen vielleicht? Gibt's dann... Was ist mit der Waffe? Er kann den Arm nicht benutzen. Verletzt. Kann gar nichts machen. Außer sterben. Diese Käfer. Denn geh doch mal auf die Plattform hier. Und tschüss. Weg mit dem Müll. Puh. Einer weniger. Tja, wie lange braucht der Kristall jetzt, bis er wieder aufgeladen ist? Sind unsere Jungs denn noch satt genug? Nicht ganz, ne? Der hat ein bisschen Hunger. Der hat sowieso immer Hunger. Tja, wir haben jetzt keinen Timer hier. Wir können ja schon mal den anderen Käfer hinlocken. Ja, also kämpfen tue ich nicht gegen die. Die sind mir zu krass. Vielleicht dann später mal in den Keller runterspringen. Komm her. Komm her. Hallo. Hätte mal einen Schlag von hinten ausprobieren können, ne? Ich will aber nicht, dass er hier wieder meine ganze Truppe auseinander nimmt. Mist. Komm mal mit. Ja, der brennt so schön. Der Kristall ist auch schon wieder aufgeladen. Na komm. Ups, 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 ups. Nein, falsch bewegt. Du möchtest... Ah. Ja, bleib da. Und ciao. Boah, geil. Okay. Käferchen weg. Wir haben unsere Truppe zurück. Dann holen wir jetzt mal, ich hoffe, den bronzenen Schlüssel und dann gucken wir mal, was da hinter der Tür ist. Hier rechts, ne? Ja. Genau. Hier ist doch was, oder? Pfeile. Munition. Was? Diese Viecher für nur so ein bisschen Crap? Ist denn hier ein Geheimgang oder sowas versteckt? Wovon müsste ich das ja lohnen? Nee, sieht nicht so aus. Als wäre hier noch großartig was. Na toll. Und dafür der ganze Aufwand. Ja, und wo ist jetzt der... Und wo ist jetzt der zweite Schall... der zweite Bronzeschlüssel? Wo ist der zweite Bronzeschlüssel? Ich spring da jetzt ganz sicher nicht runter. Ich spring da jetzt ganz sicher. Hab ich den jetzt auch wirklich denn nicht oder so? Ne, ich habe nur Keylogs, aber keinen silbernen Schlüssel. Verdammt! Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Wir gucken uns nochmal da hinten um. Eigentlich müsste es da ja auch noch irgendwo weitergehen.
Sieht jedenfalls so aus. Ist ja nicht abgeschlossen. So wie die anderen Mauern alle hier. Vielleicht war das ja auch nur zum Irreführen und ein Schlüssel ist hier und der andere noch da. Wir gucken. Ich laufe mal zu der Ecke hier unten hin. Jetzt schneller. Spring einfach über das Loch. Ja, ich würde gerne wissen, was das ist. Aber goldener Schlüssel haben wir nicht. Immer noch nicht. Da geht es auf jeden Fall tiefer. So, hier ist die Stelle. Was hier? Ach, hier ist noch ein Pilz. Ah, toll. Ist ja nicht genau das, was ich haben wollte. Und da unten noch was ist. Irgendwo ist ja hier ein Geräusch auch. Und wenn ich da weggehe, wird es auch leiser. Möglicherweise ein Geheimversteck. Ich höre hier auf jeden Fall was. Aber wo soll denn der Schalter dazu sein? Falls da was ist. Oh, dieses Geräusch. Wie so ein Schimmern, ne? Ist auf jeden Fall hinter dieser Wand hier. So eine Leiter wäre ein schöner Schalter versteckt, ne? Man kann ja gar nicht drauf denken, dann da mal zu suchen. Ja, und der Schalter macht nur die Türen? Was könnten wir denn sonst machen? Ach, Mensch, ein Schlüssel. Ein Schlüssel, den haben wir. Den habe ich eingesetzt da an die Tür. Was war das da hinten? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Zum Weg hier oben. Boah. Wie kommt man da hoch? Ist hier denn irgendwo noch was versteckt oder so? Ein Leiter oder ein Zugang? Da ist was. Aha. Und damit kommen wir hier hoch. Und auf der anderen Seite wieder runter. Da geht es auf jeden Fall weiter. Wir gehen erstmal hoch, würde ich sagen. Von oben. Schon mal ein bisschen gucken, ne? Kistchen, Kistchen, hallo. Da kommt man von rechts rum. Ne, die Ecke war da unten, wo das so geschimmert hat. Ein bisschen vorsichtig, falls wir hier auf was treffen noch. Okay, hier ist Sackgasse. Jungs alle relativ satt. Könnten satter sein, ne? Du mal essen noch ein bisschen. Du hast noch ganz gut. Ja, komm. Das sind aber viele Käfige. Ja. Ja, ein bisschen dazugelernt. Wir werden ein bisschen öfter speichern. Nach dem letzten Mal.
Okay, Truppe ist fit. Die sind ja lustig. Das ist ja eine ganze Armee. Und da ist der Schlüssel. Krass. Okay, Jungs, was passiert, wenn ich den Schalter drücke? Wow. Ah, verdammt. Komm du mal her. Wahrscheinlich einen am anderen bekämpfen. Erst den, der im Raum ist. Ich hoffe nicht, dass er zur Seite geht. Mach mal deinen dicken Schwung hier. Weg mit dem. Und noch ein bisschen Feuer drauf. Das kann der nächste kommen. Kommt jetzt von hier durch? Und von da auf Pfeile. Oh, wunderschön. Eigentlich anders geplant. Der Magier braucht auf jeden Fall, dass der auch angreifen kann. Aus der Entfernung, wenn er keinen Mana mehr hat. Für so längere Kämpfe. Das ist ja einfach nutzlos. Ups. Ein klassischer Fehler. Ja, danke schön. Verdammt, hab ich nicht aufgepasst. Einer weniger wäre schon mal schön, ey. Jetzt kriegt ihr die Erfahrung nicht von denen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich noch zu schwach bin für diesen Dungeon hier. Meine sollen das jetzt die beiden hier richten? Jetzt ging das verdammt schnell. Tja, was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Du kannst trotzdem hauen. Unterschied? Oh, nur 3. Wie viel Mana brauchst du denn dafür? Ach, das hast du doch auch... Hey, du kannst nicht angreifen aus der... Aus der Reihe. Noch nicht. Puh. Ein Typ noch. Oh. Ja, toll. Er hat ein Level bekommen. Die anderen Jungs. Ja, da. Wenn da jetzt keiner mehr ist, dann kann ich auch eben den Schlüssel holen, ne? Ich
will gar nicht riskieren, was da unten ist. Ist das Ancient Shield? Skullcleave? Was hat unser... Ja, der hat einen Skullcleave, okay. Den Helm haben die auch. Ancient Helm, ja genau. Jetzt wissen wir nur nicht, was mit der Kiste da oben ist, ne? Da oben die Kiste. Ob hier noch mehr ist? Noch ein Schalter? Ein Versteck im Versteck im Versteck? Ist ja hier oben auch irgendwas. Oder so eine Skybridge. So eine Luftbrücke hier hatten wir auch schon mal. Nee. Macht keinen Sinn. Da ist doch. Hab ich da nicht einen Gang gesehen vorhin? Was ist das? Das ist eine Mauer. Dann ist hier doch was. Dann ist hier doch was. Na, ist ja nicht. Dann ist hier aber sowas von. Auf jeden Fall irgendwo ein Schalter, der was macht. Ach, hier nicht. Nee, hier kann kein Schalter sein. Sind wir ja gerade erst hochgekommen. Und da geht's direkt runter. Hier ist auch nichts. Na, ups, ein bisschen zu schnell. Ach, ich dachte, ich könnte da was anklicken. Fackel macht nichts. Sicherheit was. Hier irgend. Nein, nein, nein. Eigentlich springen die Dinger ja, wenn man gezielt danach sucht, schon direkt ins Auge, finde ich. Die kleinen Steinchen oder so in den Wänden. Scheint aber jetzt hier nicht der Fall zu sein. Ist auch ein bisschen weit weg, meiner Meinung nach. Von dem Eigentlichen. Das gehört ja hierzu. Sieht aber nicht mehr danach aus, als wäre hier noch irgendwo was. Ne, hier haben wir schon geguckt, ne? Hier haben wir schon geguckt. Ja, die Portale probiere ich aber nicht aus. Wir können uns hier noch irgendwo hin eine Markierung hinmachen. Okay. So, bevor wir aber hier auch noch den Schlüssel aufmachen. Mal kurz back zum Kristall. Gruppe voll machen. Und lebendig. Und dann werden wir den nächsten Talentpunkt verteilen. So. Der darf ruhig ein bisschen mehr Schaden machen. Mit seinen Waffen. Ja, genau, das gefällt mir. Ihr müsst jetzt mit beiden Waffen angreifen, ne? Ab Level 3 mit beiden Waffen, wenn einer davon ein Dolch ist. Das ist ein Dolch. Alles klar. Hast du nicht auf den Schlüssel? Ja, gespeichert haben wir. Was bist du? Beer Skull Helmet. Ein Helm? Light Armor, Protection, Strength, Flank.
Haben wir bei ihm eigentlich irgendwas in Armor? Er hat Light Armor. Ja komm, klingt doch super passend für ihn. Mehr Stärke, mehr Schild. Coole Sache. Ihm haben wir ja sowieso die etwas, ja, die noch die Leitmaske, aber der kriegt doch, hatten wir nicht da so einen krassen Helm? Ja, hier, der Full Helm. Ja, ich weiß, ist zu schwer. War das Horn eigentlich noch? Höchstens, um irgendwo drauf zu legen, ne? 55,6. Ist da noch genug Platz? Heavy Weapon 6 bis 18. Nee, du hast ja keine Heavy Weapon, wenn dann eher. Du hast nur Light Weapons. Light Weapon, Light Weapon. Eine Torch, die aus ist. Trahelm. Trahelm, Tribal Mask. Protection plus 4, Protection plus 3, Energy. Was war mit Energie? Kann man das machen? Der Trade-off? Ein bisschen Energie, damit er öfter zuschlagen kann. Das ist schon so eine Art Set. Und du hast ja Light Armor. Ah. Mit den Punkten machen wir uns nicht so Gedanken. Ach, haben wir den Schalter gedrückt? Nein, haben wir nicht. Oh. Und der Weg ist abgesperrt. Aber der Weg nach hinten nicht. Wieso habe ich damit nur irgendwie eigentlich gerechnet? Ah, der kann jetzt mit beiden angreifen. Feine Sache. Ja, dann fängt er langsam an, auch mal ein bisschen mehr Schaden zu machen, der Junge. Hat er schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Die würden eigentlich, würde das mehr Sinn machen, die von der Seite anzugreifen. Die kriegen von vorne ja wirklich nicht viel. Puh. Sowas von auf jeden Fall als nächstes diesen Talentpunkt, dass ich ja auch angreifen kann. Na komm. Sag mir nicht, du lässt die anderen vor. Einen dicken Schlag mal auf euch drauf. Verbrennt schön. Der kann noch nix. Verbrennt schön. Ich lass die mal kommen. Na kommt. Put, put, put. Ja. Ja, er kann, macht vielleicht nicht so viel, aber er macht den halt öfter, den Schaden, ne? Reicht aber noch nicht, ne? Für den Power-Schlag. So, zur Not können wir immer noch zum Kristall. Relativ safe jetzt hier. Yay, Level up. Speichern, dass die mit Jungs wieder voll sind, auch mit Mana. Geil. So. Skills, was haben wir gesagt? Aber dem ja schon Bock eigentlich darauf, auf
auf den Armor zu gehen, damit ihr dann die Heavy Weapons, den Heavy Armor tragen könnt, den schweren. Aber noch geht's eigentlich, noch finde ich, könnte der Schaden noch ein bisschen besser sein. Und ich frage mich da, ob ich da noch. Wie wichtig ist die, die Accuracy, also dass der trifft? Tja. Tja, sagt er uns nicht. Sagt er uns nicht. Und was ist bei Light Weapon 5? Das ist einfach nur mehr Schaden. For each skill point. Okay, 20% mehr Schaden. Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Wie viel Leben hast du denn? 150. Geht, aber er hatte ja nicht so ein Problem. Er hat ein bisschen mehr. Er hat viel mehr Rüstung. Also eigentlich Rüstung braucht er im Moment ja eigentlich gar nicht so wirklich. Der macht das über sein Leben. Der macht das über seine Rüstung. Und die hat er im Moment, hat er noch. Der echt noch genug. Schaden einfach maximieren, würde ich sagen, bei dem. Schaden maximieren, Trefferchance erhöhen und die Rüstung. Das so im Wechsel. Und was mache ich mit dir? Die Heavy Weapons? Du kannst irgendwie, kannst du nicht die Fähigkeit benutzen, ne? Die du hast. Weil du nicht Energy kostet 30. Hast doch 30. Jetzt Double Damage Shop. Kannst du das denn jetzt machen? Du hast nur nicht genug Energie gehabt. Okay. Ich würde sagen, auch bei dir einfach mal voll drauf. Ab mit dem fünften Skill können dir Dual Wield. Ach, zwei Hand in einer Hand tragen, ja. Ja, okay. Ja, du auf jeden Fall hier als nächstes erstmal Accuracy und danach können wir uns Air Magic, damit der Magier den Fireball machen kann. Das ist also noch ein kleines bisschen hin, bis der das macht. Okay, wir können einmal gucken, was da unten ist. Fuzzle. Alles kein Kram, den wir brauchen. Puh.